Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Vipers Meerwasser zu einem neuen Teil in der Shallow Reef Tagebuchserie. Ich habe das heute jetzt mal ein bisschen vorgezogen, habe gerade noch ein bisschen Zeit, das Video aufzudrehen. Meine Frau ist noch an der Arbeit, von daher legen wir los, was so alles passiert ist, beziehungsweise es gibt auch ein paar interessante Themen heute. Bis gleich. Ja Leute, ihr seht, das Becken steht sehr gut da. Ich kann mich also nicht genug beschweren. Es sind tatsächlich bisher keine Verluste aufgetreten. Es ist alles, was ich eingesetzt habe, lebt noch. Alles ist gesund. Mittlerweile hat sich das Becken so weit gefangen, dass es alles wächst. Das sehen wir an den entsprechenden Wachstumsbereichen. Blende ich euch mal separat mit ein. Dann haben wir hier einmal hier vorne die. Da hinten die Konfetti, die zieht ohne Ende. Hier unten haben wir eine Shortcake, die extreme Wachstumsspitzen hat. Hier vorne auch dementsprechend eine Akro, die dementsprechend loslegt. Das Polypenbild allgemein in diesem Becken ist sehr, sehr gut. Und ja, pauschal gesagt, was soll ich sagen? Ich kann eigentlich nur meinen Standardspruch bringen. Ich kann mich nicht genug beschweren. Ich führe das im Endeffekt unter anderem aber auch darauf zurück, dass wir hier in diesem Becken eine sehr gute, ich sage mal, Nährstoffkontrolle zugrunde liegen haben. Hat damit zu tun, dass ich natürlich keinen Sand drin habe, das ist schon mal klar. Aufgrund der Tatsache, dass kein Sand drin ist, ist die Nährstoffverfügbarkeit nur das, was auch tatsächlich im Wasser ist. Das heißt, wenn ich dann dementsprechend etwas zuführe, dann ist es auch nur in der Wassersäule drin und setzt sich nirgendwo sonst ab. Weil mein Gestein ist ja mittlerweile in Anführungszeichen gesättigt und von daher kann da auch nichts weiter aufgenommen werden. Das heißt also, wenn ich was zuführe, ist es sofort verfügbar, verschwindet nicht und wenn ich was weglasse oder einen Wasserwechsel mache, kommt auch nicht noch zusätzlich irgendwoher was nach. Ich habe jetzt neulich, vorgestern war es glaube ich, habe ich mit meinem normalen Test dementsprechend mal Phosphat gemessen. Da bin ich auf eine 0,05 ungefähr gekommen. Der lag so zwischen 0,04 und 0,08. Es war zu hell für eine 0,08 und es war viel zu dunkel für eine 0,04. Also so Pi mal Daumen dazwischen ungefähr. Dann bin ich hingegangen und habe mir meinen Hanna-Checker genommen, den 736, den ich habe. Da habe ich noch zum Glück noch Reagenzien zu gehabt. Und habe damit mal gemessen, weil ich bin ja zusätzlich Phosphat am Zuführen über die Dosieranlage. Das hatte ich euch ja in der Technikvorstellung gezeigt. Und es war gut, dass ich darüber gemessen habe. Da lag ich dann im Endeffekt mit meinem Gesamtphosphat viel zu hoch, beziehungsweise ziemlich weit oben. Bei einer 0,11 ungefähr. 0,11, 0,12 circa. Und ja, da sieht man dann im Endeffekt wieder, das Nutrient P ist gut, aber man muss auch die entsprechende Messmethode haben, um es nachweisen zu können. Weil ich hatte nämlich Mitte der Woche hier meine Wunderkoralle, die hat sich zusammengezogen. Ich dachte, das sieht nun so komisch aus. Habe mir meinen KH angeschaut, soweit alles in Ordnung. Und ja, dann auf einmal, zwei Tage später, ging das dann wieder. Und ich gehe davon aus, dass wenn so eine Koralle sich zusammenzieht, einen Wasserwechsel macht, ist irgendwas im Argen. Und genau das war auch der Fall. Dann habe ich dann halt den entsprechenden Hanna-Checker mir genommen, habe die entsprechenden Werte gemessen und die Ursache dafür gefunden. Und das ist wieder ein Punkt dafür, wo ich sagen kann, ihr seht, man muss im Endeffekt auch seine Korallen lesen. Es gibt einige Korallen, die mir hier so was anzeigen. Das ist einmal die Wunderkoralle, das sind hier die Gonioporen, hier hinten meine rote Gonio. Wenn hier vorne meine Euphilia gerade den Wasserwechsel durchführt, dann ist bei der auch was nicht in Ordnung und. Und wenn sowas angezeigt ist, dann ist das für mich immer ein Zeichen, irgendwas hat sich verändert, irgendwas ist nicht ganz im, ich sag mal, grünen Bereich. So, jetzt ist es im Endeffekt ja so, dass ich das eben gesagt habe hier, der Phosphatwert bzw. meine Werte lassen sich hier relativ zügig, ich sage es mal, in den Griff bekommen. Dadurch, dass ich ja halt keinen Sand habe. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist eine sehr praktische Angelegenheit. Einerseits sehe ich die Dreckstellen, wo sich der Detritus sammelt. Das habe ich ja einmal hier vorne, blende ich euch mit ein. Da sammelt sich ziemlich viel an Detritus. Und hier hinten in der ehemaligen Ecke, wo meine Fungiazucht war,
die ich nach da hinten verbannt habe. Dort sammelt sich dann auch der Detritus. Praktisch dafür ist, wenn man Wasserwechsel machen möchte, kann man dann dementsprechend bei so einer Konfiguration hingehen und sagen, okay, ich saug das direkt da jetzt ab. Werde ich dementsprechend auch noch so machen. Ich mache momentan noch Wasserwechsel aufgrund der Tatsache, weil ich noch einen relativ hohen Nitratwert habe. Theoretisch gemessen liegt er so zwischen 25 und 50, weil der Salifair ist da recht grob, aber trotz alledem der Bereich stimmt. Zudem, ja, das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich den Wasserwechsel mache, nicht zudem. Wenn das dann so weit passt, wenn ich mit meinem Nitrat, mit dem Abfallstoff Nitrat, so weit unten bin, ich sage jetzt mal bei einer 10 bis 25 in dem Bereich, dann lasse ich das auch erstmal mit dem Wasserwechsel, weil es ist nicht notwendig. Das Essentials, was ich hier benutze, das Essentials Plus, führt dem Becken so viel gutes Material zu, dass ich so gut wie gar nicht nacharbeiten muss. Es ist ein kleines bisschen Fluor, ein bisschen Jod. Jod ist klar, logisch, bei der starken Beleuchtung muss ich immer ein bisschen nachführen, das ist normal. Aber ansonsten, das Becken hat keine großen Defizite und das zeigen mir im Endeffekt auch meine Korallen an. Ja, den nächsten Punkt, den ich ansprechen wollte, beziehungsweise ich glaube, ich habe ihn angeteasert, keine Ahnung, ist das Thema Korallen, Korallenbeschaffung. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich mir mittlerweile die Preise in den Läden anschaue, ist das eine Sache, die, ich habe eigentlich schon gar keinen Bock mehr, rumzufahren und zu gucken, wo ich schöne Korallen herkriege, aufgrund der extrem hohen Preise. Ich habe das hier bei mir im Bereich recht einfach geregelt, habe ich, glaube ich, auch angeteasert auf Insta. Wir haben hier die sogenannte Korallenmafia. Das heißt, wir haben hier einen Zusammenschluss von mehreren Aquarianern, die untereinander ihre Korallen austauschen. Das heißt, wenn irgendjemand tatsächlich irgendwo hinfährt, sich ein schönes Tier holt, das großzieht und dann Ableger davon machen kann, geht er hin und teilt diese Ableger mit den entsprechend anderen Leuten hier im Bereich aus zwei Gründen. Einmal, um natürlich ein Backup zu haben. Das ist auch der Grund, warum ich hier meine lila Bäumchen wieder habe. Das ist, dieses Backup war von einem von meiner Kollegen. Das ist ja das Bäumchen, was im Endeffekt eingegangen ist von den Acropora-fressenden Strudelwürmern. Ja, das war ja so ein wunderschönes, großes Tier gewesen. Und da kommt sie wieder her. Andererseits ist es natürlich eine gute Art und Weise, Korallen zu beschaffen. Wenn man sich jetzt hier den rechten Bereich anschaut, da gehe ich gleich auch nochmal mit der Kamera drüber und zeige euch das, seht ihr, dass sehr viele kleine Stöcke da sind und sehr viele kleine Akroporen da stehen. Das sind alles Ableger, die ich im Prinzip im Tausch in unserer Viersener Korallenmafia hier erhalten habe und umgekehrt natürlich auch. Wenn ich jetzt, ich hatte gestern wieder Besuch von Benny, der hat mir ein paar Ableger gebracht, unter anderem hier vorne einen Ableger von der Gomesi, hahaha, ist ja schon fast ein Mutterstock. da ist eine kleine Akropora dazugekommen, da sind hinten zwei Euphilien dazugekommen, alles im Tausch. Das heißt, wenn ich jetzt hingehe und sage, okay, ich fahre jetzt mal eben rum und schau, ob ich irgendwo eine schöne Koralle bekomme, wie zum Beispiel hier vorne, die habe ich von dem Josef bekommen. Dann darunter habe ich mir beim Josef blende ich euch mit ein, eine Scheibe bekommen, eine Bubble-Scheibe hier, fragt mich jetzt nicht nach dem Namen, ist auch so eine Sache. Ja, wenn man sich untereinander gut versteht, kann man auch dementsprechend untereinander tauschen. Und das ist eine Sache, die finde ich sehr, sehr gut. Für die Bubble habe ich natürlich ein bisschen was bezahlt. Klar, logisch, weil das ist ein Tier, was im Laden mal eben 200 Euro kostet. Und das hat der Josef bei sich großgezogen, hat es vermehren können. Und von daher, ja, super Tier. Hat sich übrigens auch erholt, Josef. Also die stand mal hier vorne und hat eine Attacke abgekriegt hier von der Wunderkoralle. Da hat nämlich ein Einsiedler dementsprechend die Koralle verschoben auf dem Boden. Das ist dann natürlich schlecht, wenn ich jetzt keinen Sand habe. Da verschiebt mal eben ein Einsiedler eine Koralle. Ist an die Wunderkoralle drangekommen und wurde zum Teil vernesselt. Hat sich aber wieder erholt, ist auf dem Weg der Besserung und alles tutti. Was ich im Endeffekt
damit sagen will. Fakt ist, ich habe hier Korallen drin, die teilweise sehr, sehr teuer sind. Unter anderem hier vorne auch. Ist auch so ein Ding, blende ich euch ein, das ist noch nicht mal fingernagelgroß, ein Stück von einer Bugatti. Auch aus der Viersener Korallenmafia. Da hat sich jemand ins Zeug gelegt, ins Geld gelegt und hat gesagt, komm, ich hol mir jetzt eine. Und sobald die einigermaßen groß ist, mache ich da ein Stückchen von ab und dann gucken wir mal, wie die wächst. Und so handeln wir das hier bei uns in der Gegend. Wir sind, wie gesagt, ein Zusammenschluss von 5 Aquarianern, die sich untereinander sehr gut kennen, die sich untereinander helfen, wenn irgendwas ist, etc. pp. Und wir haben gesagt, wir wollen kein Geld dafür, dass wir das untereinander uns unterstützen, sondern wir tauschen untereinander unsere Korallen aus Grund. Jeder kann irgendwann mal einen Fehler machen. Ein Becken kann mal gegen die Wand fahren. Man kann aus welchem Grund auch immer Tiere verlieren. Ich habe zum Beispiel, habe ich ganz vergessen, da oben ist wieder ein Ableger von einer Valida. War auch so ein Tier, was mir damals eingegangen ist. Jetzt habe ich es wieder. Durch diese Backup-Regelung, beziehungsweise durch diese Tauschregelung, die wir jetzt hier haben. Ich habe gesagt, hast du noch? Ja, habe ich. Alles klar, ohne Probleme vorbeigebracht und jeder, der dann mal hier ein kleines bisschen investiert oder durch einen anderen Tausch mit anderen Leuten an schöne Tiere kommt, hat dann die Möglichkeit zu sagen, okay, ich mache dann frühzeitig entsprechende Ableger davon und das finde ich ist meiner Meinung nach die beste Lösung, die man im Moment machen kann bei den momentanen Preisen und Thema Energie kommen wir auch gleich noch mal kurz zu, da habe ich nämlich ein bisschen was durchgerechnet. Fakt ist, das ist mehr oder weniger die Art und Weise, wie wir hier unsere Korallen beschaffen. Und ich sage mal ganz ehrlich, mindestens 40% der Korallen, die ich hier drin habe, habe ich tatsächlich nicht bezahlt. Nicht, weil ich sie gesponsert gekriegt habe, nein, weil wir die untereinander getauscht haben. Ja? Deshalb ist mein Aufruf an euch da draußen, schließt euch in Netzwerke zusammen. Schaut, was der eine hat, schaut, was der andere hat. Wenn ihr Leute habt, mit denen ihr euch gut versteht, tauscht die Sachen untereinander. Das ist definitiv die bessere Art und Weise, als momentan diese extrem hohen Preise zu bezahlen für Korallen, was ich eine Unverschämtheit finde. Meine persönliche Meinung, mein entsprechender Aufruf an euch und ihr seht, es funktioniert. Natürlich muss man im Endeffekt hier und da dann auch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um Material zu haben zum Tauschen. Also ich kann nicht mit 0815 Korallen hingehen und sagen, ich will jetzt die tolle Acropora von dir haben. Das ist immer eine Einstellungssache. Aber das ist eine Möglichkeit, um dementsprechend, sagen wir mal, seinen Korallenbestand vergrößern zu können. Ja, es ist aber auch so, wenn man so eine Gruppe hat, nicht jeder kommt dann in so eine Gruppe rein, das ist klar, da muss man die Leute wirklich kennen. Ich selber verkaufe auch noch Korallen, ich habe da hinten meine Ablegerbank. Ihr seht, die blende ich euch mal separat jetzt mit ein, die so langsam aber sicher jetzt anfängt, mit Kalkrotalgen zuzuwachsen. Das ist natürlich auch noch gang und gäbe. Aber bei mir gehen solche Korallen, ich habe da hinten jetzt drei Köpfe von einer entsprechenden Hammerkoralle da stehen, die steht im Netz teilweise für 50, 60, 70 Euro drin. Die geht bei mir für 30 Euro raus. Ja, also ich verlange auch, wenn ich jetzt hier dementsprechend Korallen verkaufe an Leute, die ich nicht kenne oder die nur ab und zu mal vorbeikommen, verlange ich keine horrenden Wucherpreise, weil sehe ich keinen Sinn und Zweck drin. Die Leute, die bei mir schon gekauft haben, wissen, dass ich dementsprechend sehr gute und sehr günstige Preise gemacht habe. Und da mich auch nicht im Endeffekt dran bereichern will. Ich möchte dementsprechend gucken, dass ich Platz kriege, weil hier und da muss ich dann gärtnern und muss dann gucken, dass ich Platz bekomme. Ich habe auch nicht mehr so den großen Platz, um jetzt endlos viele Korallen zwischenzulagern. Von daher geht es bei mir relativ günstig raus. Ja, also ich verlange hier nicht für so einen kleinen Pinnacle 25 Euro, weil es eine super teure, seltene Koralle ist. Nö. Gebe bei mir nicht. Aber okay, das ist mal so off-topic nebenher. Thema Energie. Ich hatte euch ja in der Technik-Vorstellung gesagt, dass hier und da ich dementsprechend eingespart habe. Ich habe Pumpen weggelassen, ich habe eine neue Beleuchtung drauf gemacht, die schweineteuer war, etc. pp. Und habe das Ganze mal grob zusammengerechnet. Allein bei der Beleuchtung spare ich im Moment so Pi mal Daumen 300 Watt ein. Weil vorher hatte ich 560 Watt Hybrid drauf
Und die lief auch auf Anschlag, auf Volllast, mit den LEDs und mit den T5-Röhren. Und jetzt habe ich hier gerade mal laufen, eingestellt 260 Watt. Also Pi mal Daumen sind das so ungefähr um die 300 Watt. Wenn ich das Ganze hier dementsprechend mal hochrechne, haben wir hier eine Ersparnis auf den Monat gerechnet von 90 Kilowattstunden. So, diese 90 Kilowattstunden kosten mich bei meinem Anbieter momentan, ich glaube, 35 Cent. Der Vertrag läuft noch. Ich habe noch ein kleines bisschen Zeit, mich dementsprechend vorzubereiten auf die Energiewende. Ich habe das jetzt mal mit 38 Cent gerechnet. Das ist so ungefähr der Schnitt, der im Moment da liegt. Beziehungsweise viele Anbieter gehen mittlerweile auch schon auf 45 Cent hoch. Aber bei 38 Cent sind das so um die 35 Euro, die man im Monat schon mal eingespart hat. Im Monat. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das, was ich jetzt an Einsparungen durch weggelassene Pumpen etc. pp. Habe, liegt bei ungefähr knapp 50 Watt. So, das hochgerechnet sind dann auch nochmal so 13 oder 14 Euro. Also ich komme ungefähr auf 48, 49 Euro, die ich durch den Umbau monatlich tatsächlich gespart habe. Was weniger an Energie hier spürbar reingeht. Und das ist schon mal ein großer Teil dementsprechend, was man generell machen kann. Ich habe ja, wie gesagt, unten den Bypass genommen. Der Bypass, die Rückförderung läuft ganz normal weiter. Der Bypass versorgt mir meine UVC, der Bypass versorgt mir meine dementsprechende meinen Wirbelbettfilter. Das ist schon mal ein Punkt. Dann die Beleuchtung ist der nächste Punkt. Effektiv einzusetzende Pumpen, das ist das nächste. Durch die Ocean Motion brauche ich ja tatsächlich nur zwei Pumpen hier einzusetzen, wo andere meinetwegen sechs oder sieben einsetzen. Das hat zum Beispiel der Benny. Da werden wir demnächst übrigens auch mal einen Hausbesuch machen, wenn es bei ihm soweit ist. Dann werde ich euch das Becken von ihm zeigen. Der hat zum Beispiel jetzt auch noch keine Ocean Motion drin und der hat ein Becken von knapp 1000 Liter, ein bisschen über L. Und bei ihm ist es tatsächlich so, er hat sieben Pumpen momentan im Einsatz. Und wenn man solche Ocean Motion einsetzt oder was auch immer, man kann auch Hybride bzw. Nachbauten einsetzen, das wird er wahrscheinlich machen, da kann man von diesen sieben Pumpen runterkommen auf zwei bis drei. Und genau das ist das, was dann im Endeffekt Energie spart. Es kostet nicht so viele Nerven. Das ist definitiv überall eine Möglichkeit, Einsparungen vorzunehmen, die natürlich auch wieder im Vorfeld grundsätzlich Investitionen erfordern. Die nächste Möglichkeit, um, ich sage jetzt mal, das Ganze hier für uns kostengünstiger zu betreiben oder betreiben zu können, ist eine Sache, die zum Beispiel mein Kumpel Marvin umgesetzt hat. Der hat sich eine PV-Anlage aufs Dach gesetzt und die Anlage versorgt jetzt seine komplette sein komplettes Aquarium und darüber hinaus auch noch weiter, je nachdem, wie gerade das Licht bzw. Sonne scheint. Da ist natürlich auch extrem viel mitzumachen. A, es gibt allerdings sehr viele Sachen dabei zu beachten, wo ich keine Ahnung von habe. Es gibt Anlagen für die Steckdose, es gibt Anlagen, die müssen angemeldet werden und. Habe ich keinen Plan von, werde ich mich auch nicht zu herablassen, da irgendwas drüber zu erzählen. Das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit. Ich plane sowas theoretisch gesehen auch, aber ich habe hier ein relativ kleines Dach und ob sich da lohnt, irgendwas draufzusetzen, das wird sich im Endeffekt noch zeigen. Aber Fakt ist, ich habe hier schon mal meine Kosten stromtechnisch durch meinen Umbau, durch mein Upgrade, durch den Neuaufbau, durch die Selberplanung tatsächlich so hinbekommen, dass ich einiges an Geld monatlich hier einspare und was natürlich auch notwendig ist momentan, weil es wird alles teuer, das Wasser wird teuer, das Gas wird teuer, Strom zieht nach oben und. Und ich finde es eigentlich schade, dass aufgrund dieser Tatsache, dass die Kosten steigen, sehr, sehr viele hingehen und sagen, nee, können wir nicht mehr, kann ich nicht mehr, will ich nicht mehr, weil ist mir zu teuer. So. Und jeder, der sich dieses Hobby annimmt hier und das betreiben möchte, sollte sich im Vorfeld grundsätzlich über solche Sachen auch im Vorfeld klar sein. Was passiert, wenn alles teurer wird? Ja, also ich bin da jetzt nicht derjenige, der sagt, ja, ist mir zu viel Geld, nee, gebe ich es ab, habe ich keine Lust mehr zu. Definitiv nicht. Ihr wisst, ich bin mit Leib und Seele Meerwasser-Aquarianer und einmal salzig, immer salzig. Ich habe einmal eine Unterbrechung gehabt und habe gemerkt, nee, ohne geht gar nicht.
Und von daher, gerade wenn ihr solche Sachen plant oder plant, sowas zu machen oder einzusteigen, muss man sich über sowas immer Gedanken machen. Also, von daher, ihr habt gesehen, was ich jetzt hier tatsächlich eingespart habe. Rein rechnerisch sind es um die 50 Euro im Monat. Das heißt, die Anlage hat einiges oder verbraucht sowieso einiges im Monat. Klar, logisch. Ich lag, glaube ich, bei 150 oder 180 Euro allein nur für das Becken, Unterhalt etc. pp., was ich hier tatsächlich monatlich reinpumpen musste. Und wenn das jetzt natürlich um 50 Euro gesenkt ist, ist das natürlich extrem gut. Und von daher könnt ihr im Endeffekt durch einen Umbau, durch ein Upgrade auch dementsprechend Energie einsparen. Und jede Pumpe, die weniger läuft, jedes Licht, was, ich sag mal, ein bisschen energieeffizienter im Endeffekt ist, als wie das, was ihr im Moment habt, hilft dann natürlich auch, eure Kosten zu senken. Und von daher würde ich sagen, ist es grundsätzlich eine Überlegung wert, zu schauen, was habe ich an elektrischen Geräten, was verbrauchen sie, wo kann ich da eine Änderung machen, damit das mir im Endeffekt das Hobby erhält. Ja, aber jetzt mal genug geschnackt über die Art und Weise, wie ich hier mein Becken betreibe, beziehungsweise wie ich es erhalte, was ich eingespart habe und wo ich meine Korallen herbeziehe. Ihr seht selber, das Becken ist in meinen Augen definitiv eine Augenweide. Kann man einfach nicht anders sagen. Ich kann mich nicht genug beschweren. Es ist, jeder, der hier reinkommt, jeder, der es sieht, bleibt erstmal da vorne, wo die Kamera steht, stehen und sagt, ach du Scheiße. Ja, es mag jetzt schon, ich sag mal, auf dem Video recht gut rüberkommen, aber wenn man das Ding live sieht, dann wird dementsprechend einem klar, wo dann tatsächlich der Unterschied zwischen Glas und dem Acryl ist. Und beim Acryl ist es leider Gottes nun mal so, ihr habt ja, ich habe es bei der Technikvorstellung schon gezeigt, hier habe ich dementsprechend schon einen Kratzer, einen kleinen habe ich hier oben auch, ist nicht weiter schlimm, weil wie gesagt, der Florian wird demnächst bei mir vorbeikommen, der wird sich das Becken angucken, wir werden das Schleifgerät der Firma Panterei vorstellen, dass die zusammen, also was New Wave zusammen mit Panterei entwickelt hat. Und ich habe jetzt gestern noch mit jemandem telefoniert, der hat gesagt, ich habe dem Kunden das dementsprechend verkauft. Das war die Firma Meva Pro. Und der hat keine 10 Minuten gebraucht, dann war das Ganze wieder in Ordnung. Die entsprechenden Stellen waren wieder komplett klar, der entsprechende Kratzer war weg. Und okay, das Gerät selber kostet ein Schweinegeld. Werden wir mal sehen, wie Florian das regeln möchte, weil der will es ja im Endeffekt verleihen. Was man dann halt noch dazu kaufen muss, ist natürlich die entsprechenden Schleifpads und die liegen, glaube ich, bei 50 Euro. Aber wenn man jetzt mal bedenkt, dass man jetzt hier einen Tank hat, der knapp 4.500 Euro gekostet hat und man mit einem geringen Aufwand selber hingehen kann und dann dementsprechend die Kratzer rausschleifen kann, im Vergleich dazu, wenn man das Ganze leer machen muss. Dann kommt die Firma vorbei, dann werden die Kratzer rausgeschliffen. Das ist ein Heidenaufwand, das ist auch viel Geld, sehr viel Geld, was im Endeffekt dabei rumkommt, was man aufbringen muss. Dann ist die Variante natürlich die weitaus bessere und weitaus günstigere. Und so ein Tank hier soll für die Ewigkeit halten, wurde mir gesagt. Also aufgrund der Tatsache, dass ja alles verklebt ist, der kann nicht brechen, da können keine Silikonnähte kaputt gehen. Dann ist das natürlich schön, dass man sich sowas durch so ein Gerät dementsprechend ja, lange erhalten kann. Also ich bin von diesem Gerät hier mehr als begeistert. Ich komme jeden Tag, wenn ich von der Arbeit komme, komme ich hier wieder rein und sage, boah, ist das geil. Und ja, ist es im Endeffekt auch. Wer das Geld in die Hand nehmen möchte, kann ich nur zu raten. Und vor allem geht hin und holt euch im Vorfeld die entsprechenden Informationen, wie ihr das Gerät sauber haltet, weil ich habe jetzt hier zum Beispiel, hier hinten ist auch eine Spur, die hier runterläuft, das ist Salzwasser, was runtergelaufen ist, das habe ich noch nicht weggewischt, weil ich ja dementsprechend tatsächlich aufwendiger hingehen muss, um sowas zu entfernen. Ich kann nicht einfach mit dem Lappen hingehen, drüber wischen, das Salzwasser würde mir die Oberfläche wieder zerkratzen. Ich muss hingehen und mit einem osmosegetränkten Lappen hingehen, die Scheibe sauber machen und dann anschließend das Wasser aufnehmen.
dann kann ich hier dementsprechend, dann habe ich die Scheibe wieder sauber. Aber es ist ein Mehraufwand. Ja, nicht mal eben zack, zack mit Sidolin, da darf man auch nicht dran gehen. Das sind alles Sachen, die man wissen muss. Man muss es lernen, man muss lernen, damit umzugehen. Ich habe mir jetzt angewöhnt, alle 2 bis 3 Tage nur mit dem dementsprechenden Scheibenreiniger hier durchzugehen. Einmal in der Woche gehe ich hin und mache dann dementsprechend das Hartnäckigere weg. Und alle 2 bis 3 Wochen gehe ich dann hin, mache den Boden und die Rückscheibe sauber. Und dann wird mir hoffentlich dieses Bild hier recht lange erhalten bleiben. Ja, Leute, ihr seht, alles in allem, ich kann mich hier nicht genug beschweren. Der Tank läuft, Korallen wachsen, er füllt sich, es kommen neue Ableger dazu, hier und da. Ich bin auch noch immer auf der Suche nach dementsprechend schönen Tieren, die selten sind, gerade jetzt im Bereich von den Akroporen. Schauen wir mal, was das hier alles gibt. Ihr seht auch, dass hinten mein Euphilienbereich bzw. der bewegte Bereich da hinten sich sehr gut entwickelt hat. Meine Glabreskens hinten im Hintergrund, die wächst und gedeiht, weil sie jetzt auch dann endlich mal vernünftig unter Licht steht. Links daneben habe ich ja auch noch eine, die habe ich auch zum Beispiel über unsere Connections hier wieder bezogen. Das war die, die hier vorne links in der Ecke stand. Die hatte ich ja pauschal gesagt aus Platzgründen verbannt. Jetzt habe ich sie wieder da und dementsprechend kann sie da hinten jetzt wieder wachsen und irgendwann habe ich davon auch wieder Ableger. Dementsprechend, das sagte gestern der Benny, ja, ich bin nun mal jemand, der viel gärtnert und sein Becken dann dementsprechend versucht, so vielfältig wie möglich zu halten, aber gleichzeitig auch die Gesamtoptik zu halten. Unter anderem hat dann der Marius gestern gesagt, ja, dein Tetris-Level ist da, aber noch lange nicht mehr so, wie es bei ihm jetzt meinetwegen ist. Schönen Gruß raus, Marius. Dein Becken sieht übrigens klasse aus. Er hat ja auch das Shallow Reef, bloß sehr viel kleiner, mit 2 normalen Stratern drüber. Und das wächst und gedeiht bei ihm natürlich auch ohne Ende. Und er fährt übrigens auch das Essentials Plus. Er hat die alten Stratern drüber. Und alles wächst und gedeiht, also das ist jetzt hier kein Zufall, dass das mal funktioniert. Es gibt genug andere Becken, die beweisen, dass es so ohne Probleme möglich ist und dass es ja im Endeffekt ohne großes Zutun. Also ich tue ja eigentlich nicht wirklich viel an diesem Becken. Korallen reinsetzen, ab und zu mal messen, Korallen beobachten und füttern. Das ist im Prinzip alles, was ich mache. Ja, Scheiben putzen natürlich, klar, logisch. So, jetzt habe ich aber lange genug gequatscht. Ich würde sagen, wir fliegen nochmal durchs Becken und ich danke für eure Aufmerksamkeit. Wann das nächste Mal was von mir kommt, werden wir sehen. Es ist ja Sommer. Ich glaube, wir haben heute mehr oder weniger oder in den nächsten Tagen und Wochen andere Sachen zu tun, als Videos zu drehen. Von daher sollen das andere machen von mir aus. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video hier geschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Ich zähle auf euch. Euer Ralf.